Wir sagen Hallo und Guten Morgen vom nassen Shanghai International Circuit, wo es gleich mit dem heutigen Training losgeht. Der letzte Grand Prix war spannend, aber wir fragen uns jetzt natürlich, was uns dieses Wochenende erwartet, wenn die Teams mit der feuchten Witterung kämpfen. Diese Location ist bei vielen Teams sehr beliebt. Die Strecke ist sowohl für die Fahrer als auch für die Autos äußerst herausfordernd. Die Rennen hier waren bisher immer sehr spannend. Die Strecke ist bei den Fahrern auch wegen des hohen Schwierigkeitsgrads beliebt. Es gibt zwei lange Geraden mit tollen Überholmöglichkeiten und eine sehr komplexe 360-Grad-Kurvenkombination hinter der Start- und Ziellinie. Was für eine tolle Strecke. In Shanghai fanden einige sehr denkwürdige Rennen statt. Erinnern Sie sich doch nur einmal an 2007. Viele sagen, dass Lewis Hamilton damals genau hier die Weltmeisterschaft verloren hat. Er blieb zu lange auf abgefahrenen Reifen draußen und ist schließlich im Kies gelandet, als er an die Box fahren wollte. Das war eines der aufregendsten Rennen 2007, an das wir uns noch lange erinnern werden. Lange Zeit ist es her, dass wir uns hier mit Jules Bianchi auseinandergesetzt haben. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2015. Zeichen von Jules Bianchi hier in der Bianchi-Saison. Ja, ich sage noch mal ganz kurz hier, worum es hier eigentlich geht. Wir fahren hier ein 15-minütiges Training. Anschließend haben wir ein kurzes Qualifying, was aus 17 Minuten besteht. Und zum krönenden Abschluss fahren wir hier ein 25% Rennen. Jules Bianchi, ja, lange Zeit ist es echt her, dass ich das hier mal gestartet habe. Ich freue mich mal wieder mit dem Manu hier zu fahren. Ja, und dieser Wagen ist eigentlich immer so eine Sache für sich. Und das habe ich jetzt auch wieder einfach mal ganz knallhart festgestellt. Ja, heute ist das Rennen von Monaco gewesen, wo Bianchi die ersten Punkte geholt hat. Okay, der Wagen hat echt keinen Grip hinten. Da muss man sich echt dran gewöhnen. Wieder dran gewöhnen. So sollte ich es mal lieber ausdrücken. Die Bremse ist auch noch sehr eigenartig. Ich bin den Wagen ewig nicht mehr gefahren. Das ist wie auf rohen Eiern, so wie Rosberg das beschrieben hat. So fühlt sich der Wagen nämlich gerade hier an. Wetterbericht. Der leichte Regen wird mindestens 20 Minuten anhalten. Okay, ich sage auch noch mal ganz kurz, was es hier sonst noch für Einstellungen gibt, weil die meisten wissen es natürlich, glaube ich, nicht mehr. Wie gesagt, 25% Renndistanz. Wir fahren hier mit einer Experten-KI, damit wir hier Jules Bianchis Karriere nochmal richtig anspornen können. Ich möchte nämlich mindestens einmal auf dem Podium stehen mit ihm. Ich weiß nicht, ob ich das schon geschafft habe. In der WM sind wir momentan Fünfter. Kurven 1 und 2 sind eigentlich nur eine Kurve. Stell dir T1 als eine lange Bremszone für 2 vor, da die Kurve zum Ende hin immer enger wird. Normalerweise würde ich dir raten, die Streckenbreite auszunutzen, aber dann würdest du von der Strecke abkommen. Nimm die 1 eng, drifte zur Straßenmitte, wenn du den Fuß vom Bremspedal nimmst, und geh dann in die 2. Geduld ist hier alles. Alles klar, Geduld ist hier alles, ja. Schien aber nicht die Strecke, die ich ganz besonders gerne mag. Wir sind hier im vierten Lauf. Genau, 2015 war das noch anders. Boah, bin ich die Strecke nicht mehr gewohnt und B, bin ich den Wagen nicht mehr gewohnt. Deswegen werde ich hier, glaube ich, erstmal nur so eine kleine Sicherheitsrunde einlegen müssen. Oder, ja, weil ich mich ja auch nicht so richtig einschießen kann. Yekumio. Das sind ja schon fast trockene Bedingungen hier. Aber wie gesagt, der Wagen hat einfach nicht so viel Grip hinten und auch nicht so viel Traktion. Da sollte ich mich nicht wundern, wenn der Wagen öfters mal entgegenkommt. Das ist einfach den Manor kennenlernen. Das steht ganz oben auf der Agenda. Und was auch ganz hoch auf der Agenda momentan steht, ist F1 2016 wurde offiziell angekündigt. Yekumio. Ich bin momentan halt den Mercedes und den Ferrari gewohnt. Ich bin hier nicht mehr so Mittelklasse oder ein schlechtes Auto gewohnt. Was halt der Manu hier einfach ist. 2014. Ist auch das gefährliche Jahr gewesen für Jules Bianchi. Es war 2014, ist schon wieder so lange her. Es sind bald 2 Jahre her, als er diesen Unfall hatte. Und ich werde dieses Projekt auch auf jeden Fall beenden. Weil es ist auch so eine kleine Herausforderung, ist es. A, mit dem Wagen und B, mit dem Fahrer einfach mal zu zeigen. Hier, mit Senna haben wir es ja zum Jubiläum gemacht. Also gehört es in meinen Augen auch zu Bianchi einfach dazu.
Das war ein schöner Drift um die Kurve. Aber wirklich schnell sieht was anderes aus. Bottas 1.48.4. Bottas hier im Williams, Alonso hier im Ferrari und Vettel im Red Bull. Das erwähne ich ja auch sehr, sehr häufig. Dass die in noch anderen Autos waren. Jetzt habe ich bei 150 gebremst. Das war noch zu spät. Boah, ich hoffe nicht, dass es hier durchgängig regnet. Weil ich komme gerade mal auf eine 1.40er Zeit. Oh Gott, Gutierrez, wo fuhr der denn hier? In Sauber, oder? Ich glaube, der fuhr im Sauber. Müsste theoretisch auch noch einen Sotil, glaube ich, sehen. Der fuhr, glaube ich, auch noch. Oder fuhr der noch 2014? Oder fuhr der 2013 seine letzte Saison? Perez fast India, Ricciardo, Red Bull ist auch klar. Kwiat hier im Toro Rosso. Aber das ist ja momentan eigentlich nichts Neues. Und vor dem wären wir momentan. Klar, wir schießen uns so ein bisschen aufs Qualifying ein, beziehungsweise ich schieße mich wieder so ein bisschen aufs Qualifying ein. Was gibt's noch rund um Jules Bianchi zu sagen, bevor ich andere Themen anschneiden möchte? Es gibt einen Fall, die Eltern wollen gerne die FIA verklagen. Ich denke mal, warum macht man das eigentlich? Warum verklagt man jetzt so nach 1,5 Jahren, wo jetzt das Ganze passiert ist, jetzt doch mal die FIA? Ich kann mir nur gut vorstellen, die wissen einfach nicht so ganz... Oder die FIA ist einfach nicht mit der kompletten Wahrheit an die Öffentlichkeit erstens gegangen und hat nicht alles aufgedeckt über den die Herangehensweise oder was da wirklich passiert. Ich glaube, das hat man verschwiegen. Das hat die FIA so ein bisschen verschwiegen und jetzt möchte halt die Eltern wollen es wahrscheinlich auch nicht wahrhaben, dass Jules Bianchi da an dem Tod einfach selber schuld war. Das könnte natürlich auch ein Argument sein, wo sie sagen, wir glauben nicht so ganz dran, dass da nur Bianchi schuld war. Die suchen halt auch noch so ein bisschen die Fehler bei der FIA. Und ich glaube, wenn die FIA einfach mal von Anfang an die Situation komplett aufgedeckt hätte, also den Eltern auch gezeigt hätte mit allen Daten, die FIA hat alle Daten, sie weiß, was passiert ist. Das wollen die Eltern. Die Eltern wollen einfach nur Gewissheit haben, wie das damals abgelaufen ist, was wirklich der Grund war. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Grund war, man hätte es vielleicht mit einem Safety Car verhindern können. Ich glaube da aber nicht so wirklich dran. Da ist halt aber auch sehr, sehr viel Pech im Spiel gewesen. Aber natürlich sucht man jetzt den Grund. Es kann natürlich auch sein, dass die einfach nur den Grund wissen. Die können nicht so wirklich mit der Situation wahrscheinlich auch abschließen. Das ist halt auch manchmal von einigen immer so eine Schwäche. Sie wollen es nicht wahrhaben. Für Bianchi war es damals klar, er wollte Rennen fahren. Das war, ja, sein Bestreben. Er wäre, glaube ich, 2017 spätestens an dem Ferrari gesessen. Er wird jetzt, oder er war der mögliche Nachfolger von Kimi Räikkönen. Er wurde hoch gehandelt, auch mit dem Sieg von damals hier, oder den Sieg eher nicht, in dem Punktegewinn in Monaco. Hat er sich halt so ein bisschen... Ja, auch in die Herzen einiger Fans sich dazugeholt, auch ich. Wo er da gehört hat, da hat man sich halt so gefreut für so ein kleines Team. Nur meine Mutter wird hier ein bisschen zu heiß, okay. Ja, der ist jetzt nicht freigegeben von der Rennleitung. Momentan P7, ja, und was denkt ihr darüber? Oder wie denkt ihr darüber, dass man jetzt die FIA oder dass die Eltern von Bianchi die Eltern verklagen wollen? Da ist es nicht schön, wenn das eigene Kind quasi ins Gras beißt, aber muss man da jedes Mal auf die Kacke dampfen? Also ich denke mal, die FIA kam mit den Informationen nicht raus. Und das würde ich dann auch nicht in Ordnung finden. Weil es gibt da einen, glaube ich, 400-seitigen Bericht drüber, also richtig lang, wo da wirklich jedes Detail drin steht. Ich weiß nicht, ob es denen auch ums Geld geht. Das weiß man halt auch nicht. Weil verklagen, dann denkt man jedes Mal so ein bisschen Schadensersatz dafür. Nur das zu begründen, glaube ich, ist... Oder der FIA unbedingt jetzt einen vorsätzlichen Grund sagen, dass man da falsch reagiert hätte. Schwierig zu sagen. Monaco-Rennen war ja heute auch schwierig, einen Vergleich zu ziehen. Das war auch unter Regenbedingungen, wo man halt auch lange gezögert hat. Das wird auch nochmal so ein kleines Thema werden. Hier im Laufe des Rennwochenendes, das Monaco-Rennen.
Da werde ich auf jeden Fall nochmal drüber drauf eingehen. Okay, es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. 10 Kilogramm Benzin. Okay. Zustand des Autos. Die Abnutzung ist recht stark. Der Grip wird schnell nachlassen. Steig stärker auf die Bremse in den nächsten paar Kurven. Die Bremse ist zu kalt. Ich merke das dieses Mal beim Anbremsen. Bleiben mir die Räder sehr, sehr gerne stehen. Das merke ich natürlich jetzt hier ganz besonders. Der Wagen kommt gar nicht mehr rum. Mit den Reifen vorne. Ja, China grundsätzlich, was ist hier drin? Nicht viel. Gut, die 1. Aber dass wir Siebter sind mit über 3 Sekunden Rückstand ist schon ja, beachtlich. Da verbremse ich mich immer noch. Hier habe ich mich vorhin auch verbremst. Das ist auch so eine schwierige Kurve im Regen. Eine minimale Verbesserung. Wetterbericht. Noch 5 Minuten. Mindestens 20 Minuten leichten Regen haben. Vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Aber ich werde auch heute nur das Training aufnehmen. Das Qualifying und so schiebe ich mir für morgen auf, damit ihr einfach einen Part habt. Ihr sollt einen Part für morgen haben. So, das war jetzt auch gut rausbeschleunigt. Also das ist schon das Limit. Mit dem Wagen. So, wir waren eine Zehntel schneller. Oh, hier kann ich jetzt noch Vollgas gehen, okay. Also eure Meinung zu dem, dass die Eltern jetzt die FIA verklagen wollen, mal gerne in die Kommentare. Oder was denkt ihr darüber? Gerne in die Kommentare. Dann haben wir auf jeden Fall noch Diskussionsstoff für die nächste Folge, fürs Qualifying. Das Sprengabkürzung habe ich hier deaktiviert. Oh je, die Hinterachse. Zeit gekostet, langsamer. Okay, aber nur insgesamt schneller. Ich verliere die Zeit im zweiten Sektor. Eigentlich in jedem Sektor. So, jetzt, ja, der Motor läuft dann auch relativ. Also, er wird auch relativ heiß. Das war ist bei Mercedes in 2015 nicht der Fall. Aber der wird hier relativ schnell heiß. Ja, voller Lenkrad-Einschlag sofort, damit wir überhaupt um die Kurve kommen. Hier rutscht das Auto beim Einlenken, geht's quer. Da kriege ich vom Körper noch einen Schlag. Aber wieder verbessert, reicht aber nicht für eine Positionsveränderung. 3 Minuten noch, das heißt für uns noch 2 schnelle Runden. Diese und die nächste. Aber ich habe immer das Gefühl, die Strecke wird immer ein bisschen besser. Gut, der Wagen wird halt auch immer ein bisschen leichter. Ich komme halt auch immer ein bisschen besser rein. Jetzt werden aber auch die Folgen prinzipiell natürlich kürzer werden. Da habe ich einfach... Ich finde das einfach mal gut. Es ist so ein bisschen jetzt nicht so viel Stress. F1 2016 wurde angekündigt. Ich habe mich für die Closed Beta einfach mal mit beworben. Klar, mit auch mit dem Kanal hier. Ich habe den Kanal mal angegeben, was ich hier so treibe. Auf YouTube, meine ganzen Erfahrungen. Also, ich bin gespannt, ob dabei was rauskommt oder ob man baden geht. Weil es gibt quasi... Ich habe natürlich für die PC-Variante beworben. Für die Closed Beta. Also, ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn ich da unter den 100er dazuzähle. Nur ich glaube da nicht so wirklich dran, dass ich unter den besten 100er quasi die Argumente liefern kann, dass ich eine bekomme. Freuen würde es mich auf jeden Fall. Jetzt würden sich natürlich einige die Frage stellen, was dürfte ich dann oder darf ich dann da aufnehmen? Aufnehmen darf ich, definitiv. Nur ich darf nicht alles preisgeben, denke ich mir. Aber weil es ja eine geschlossene Beta ist, da müsste ich mich dann mit Codemasters mal in Verbindung setzen, wie das Ganze dann einfach mal aussieht. Aber hey, man kann es nur versuchen und abwarten, was daraus passiert. Ich finde es eigentlich gut, dass sich die Codemasters da jetzt so ein bisschen in die Richtung auch der Community da orientiert. So, wir wollen mal auch mal die Community so ein bisschen in die Entwicklung mit einbinden. Das macht man ja so mit so einer geschlossenen Beta. Und das finde ich ja eigentlich schon mal relativ gut. Man muss ja auch einen bestimmten Grund eingeben, warum man selber eine bekommen sollte.
Und da musst du halt gute Argumente schon eigentlich liefern. Und ich glaube, da reicht ein YouTube-Kanal, glaube ich, nicht mehr aus heutzutage. Obwohl das Ganze ja eigentlich auch immer eine Dokumentation ist. Eine Dokumentation in Bezug, ja, wie hat man mal gespielt, wie hat sich das ganze Spielen entwickelt, vor allem von sich selber. Also wenn ich zum Beispiel meine alten FS 2011 Videos zum Beispiel reingucken würde, würde ich sagen, Yekumio, das bin ich. Das ist ja gar nicht mehr in meinen Augen zu vergleichen mit den heutigen Parts. Es fängt ja schon bei der Mikroqualität an, bis hin zum Aufnehmen. Es hat sich ja alles entwickelt über, ja, aber die 4 Jahre mittlerweile jetzt. Und da ist eigentlich kaum noch Platz, um sich noch weiterzuentwickeln, klar. Leistungssteigerung nach oben geht immer. Aber so, man ist ja schon so ein bisschen an seinem Limit angekommen. Okay, ich muss echt aufpassen, wenn wir das Qualifying auf Intermediates fahren oder auf sogar Fullwertbedingungen. Weil der Motor tendiert sehr zum Überhitzen. Ist ein Mercedes. Ne, ein Ferrari-Motor ist das hier. Ferrari. Aber mit Platz 10, Top 10, damit wäre ich zufrieden. Ja, dafür wäre die letzte Kurve auch nochmal besser. Das wird auch nochmal eine Verbesserung. Position 9. Nice! Mercedes zeigt heute schon mal, was sie an diesem Wochenende vorhaben und was man von ihnen erwarten darf. Platz 1 und 2 für die Silberpfeile. Jo, 1 und 2 für die Silberpfeile, die werden wir natürlich nicht attackieren bei den Bedingungen, das ist ganz klar. Wir sind aber guter 9. Ach, Wern fährt ja auch noch, seht ihr? Ha, Wern auf der 11. Hier fährt zum Beispiel noch kein Sainz mit. Magnussen fährt ja auch noch im McLaren. Quert habe ich schon erwähnt. Gutierrez im Sauber und Grosjean im Lotus. Kobayashi fährt jetzt sogar noch. Sutil, ja, richtig geraten. Sutil fährt ja auch noch mit und Max steht, da bin ich 2 Sekunden schneller. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns einfach morgen wieder, wenn es mit der Bianchi-Saison weitergeht.